Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Wir sind auch da, Eva Luginger. Wir sind Hallo. da, hallo. So, da sind sie alle, ne? Unsere Freunde, die eingeschaltet haben für uns. Wir begrüßen auch hier linke Hand die Instagrammer, wenn ich das so sagen darf, und die Facebooker. Und ihr habt ganz, ganz viele Fragen schon geschickt. Viele kommen noch dazu. Und wir haben uns eine Überraschung ausgedacht. Ja, darf ich schon verraten? Jetzt verraten wir die Überraschung. Ich habe meinen Papa mit dabei. Ach nee, das wollen wir noch nicht verraten. Das noch nicht. Nein, wir wollen verraten, dass wir, pass auf, dass wir die CD verlosen unter allen, die jetzt kommentieren. Live ist live. Ihr Lieben, hier diese neue CD, handsigniert für euch. Die gewinnt ihr einfach drunter, kommentieren, eine Frage stellen, Meinung schreiben, was auch immer. Unter allen werden wir diese CD verlosen. Das ist nicht alles. Es gibt natürlich diese wunderbare Autogrammkarte dazu, ja. Und ich lege von mir auch noch eine mit dazu. Was für eine großartige Idee. Die könnt ihr an die Kellertür nageln. Da gehen die Mäuse nicht an die Kartoffeln. Und guck Ja. mal, und die Eva-Luginger-Tasse, und zwar dieses Original, aus dem die Eva noch trinkt, Genau, ja, mit Lippenstift. Das wollte ich sagen, da ist noch der Lippenstift dran, die gewinnt ihr auch. Also dieses tolle Paket, seid mit dabei, macht mit, okay? Genau. Wir wollen eure Fragen beantworten. Wir haben sie jetzt schon verraten, Papa ist mit dabei. Sorry. Und der hat eine Gitarre mit dabei. Also es gibt noch eine Überraschung, bleibt unbedingt bei uns und teilt das jetzt, ja? Teilt Genau. das, wenn ihr Freunde habt, alle sollen zu uns kommen und mit dabei sein. Mirko Wesel hat geschrieben: Wann stand für dich fest, dass du Sängerin werden möchtest? Oh, eigentlich schon ziemlich, ziemlich früh. Ja, also von Kind auf bin ich ja, wie gesagt, schon mit Musik groß geworden. Und ich habe dir ja damals erzählt in der letzten Sendung bei dir, dass ich, wenn der Musikantenstadl gelaufen ist bei uns im Fernsehen, habe ich mir dann mit der Fernbedienung ein Mikrofon gebaut, habe meinen Schal so als Kostüm rübergeworfen und habe dann schon immer so getan, als wäre ich da live dabei in der Sendung. Also deswegen stand für mich immer schon im Mittelpunkt, Sängerin zu werden. Genau. Und wann war dein erster richtiger Auftritt? Mein erster richtiger Auftritt, Wo es Applaus in gab der und... Schülerband. Also ich war ja Ah. damals Schlagzeugerin, ich weiß nicht, ob du das Nein. wusstest. Ja, ich habe Du hast an der Schießbude gesessen? Schießbude, ja, mehr oder weniger, genau. Also ich habe da so ein bisschen, ja. Ich habe einen Schlagzeuglehrer, viele Grüße, ich hoffe, der schaltet heute auch ein. Ja. Herr Edi Kabaumann, bei dem habe ich nämlich das Schlagzeug Ah. gelernt. Nicht sehr lange, weil ich mich dann ganz schnell für die Mikrofonvariante entschieden habe. Genau, und der erste Auftritt war dann in der Schulband mit Applaus Applaus. und Lampenfieberfeuer. Ja, Ich habe einen Freund definitiv. von mir, ist auch Schlagzeuger. Ja? Der hat gesagt, er hat die ganze Nacht Achtel geübt, soll ich dir mal eins vorspielen? Bumm. Den Witz kenne ich, weil den habe ich ja schon mal gehört. Sabine Rieke hat geschrieben: Wie viel Ja. Mut braucht es, um in der Schlagerbranche, in die Schlagerbranche einzusteigen? Besonders, das betont sie, besonders heutzutage. Da hat sie wirklich recht, das ist echt schwierig. Zu mir haben viele immer gesagt: Eva, das ist ein heftiges Pflaster, also die Musikbranche ist richtig krass. Bis jetzt muss ich sagen, mir macht es wahnsinnig viel Spaß, weil ich halt auch viele Live-Auftritte habe und bin halt total dankbar, wenn ich heute dann bei dir bin und ja, einfach, dass auch Leute meine CDs kaufen und zu meinen Konzerten kommen. Ich habe dann meine Schlagernacht, die ja auch sehr gut besucht ist, und das ist natürlich schon ganz toll, wenn man das dann einfach erfährt, ja, dass das so viel zurückkommt, und deswegen ja, übersehe ich dann so ein bisschen die Schattenseiten, aber man muss immer dranbleiben, man muss immer vorne mit dabei sein. So, ne? Immer schön Ja. aufpassen, und du hast ja deine Familie, da kannst du dich auch ein bisschen ausruhen. Genau. Schlagernacht ist das Stichwort, gibt ja in diesem Jahr die vierte. Ja. Am 13. Juni ist es soweit, richtig? Richtig. 13. Felden an Juni. der Fels. Wie heißt? Felden an der Fels. Felden an der Fels heißt dieser Ort, ja, wo die Frau hier das Licht der Welt erblickte. Wer ist mit dabei in diesem Jahr? Mit dabei ist Graham Bonney. Ah. Better try, try, try. Auf dem Telefon, Telefon. genau. Hey, Supergirl! Genau. Super! Wir haben dabei den Olaf. Von den Der Flippers? Flipper, natürlich. Der Unverwüstliche. Genau. Und Robin Leon wird mit dabei sein. Aus dem Elsass. Aus dem Elsass, der Sommerhitkönig von Immer wieder Sonntags. Ist ja ein echter Franzose. Ja, Da genau. müsst ihr beim Catering ein paar Frösche ausbefehligen. Nein, was? So, also es Genau. wird wieder richtig toll, und noch gibt es bestimmt Karten. Ja. Lixendix. Ich weiß nicht, ob das so ausgesprochen wird hier, aber Lixendings. würdest du auch sagen, ne? Ja. Okay, aber du weißt, dass du gemeint bist. Was war die beste Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn? Die beste Entscheidung, ja, natürlich, dass ich den Weg gewählt habe, in der Schlagerbranche Fuß zu fassen. Also, dass ich das
mehr oder weniger auf eine Karte setzt, ja, weil man muss ja auch dann vieles dafür vielleicht aufgeben. Und das war die beste Entscheidung, dass ich das damals gewählt habe. Super Antwort, genau. Richtig so. Ne? Und da gibt es auch, man muss eben aufpassen, Plan B und so. Nee, entweder 100% ja. Mit Haut und Haar. Ich muss ja wirklich dazu sagen, meine Eltern haben schon immer gesagt, hab einen Plan B. Also das ist schon wichtig im Leben. Aber ja, es gab halt dann keinen Plan B, es gab nur Plan A. Aber wenn man es liebt, ne? Genau. Papa! Der kommt noch. So, Michaela Wagner hat geschrieben, wie gehst du mit Kritik um und was bedeuten deine Fans für dich? Also wie ich mit Kritik umgehe, ich bin natürlich sehr offen, ich bin schon kritikfähig, würde ich sagen, nehme mir vieles auch zu Herzen, beziehungsweise schaue, dass ich es verändern kann oder umsetzen kann und bin da immer auch dankbar, wenn jemand irgendwie kreative, ja, genau. Gut gemeinte Kritik. Genau, und Fans, ganz ehrlich, ganz klar, ist für mich das Wichtigste, weil die sind ja auch am Ende, die dann auf deinen Konzerten dich besuchen, die CDs, die deine Musik einfach hören und deswegen sind mir die Fans an allererster Stelle und sehr, sehr wichtig. Okay, Tina Kleck wird das, oder Kletsch, weiß ich jetzt nicht genau, wird es ausgesprochen. Was war das Verrückteste, das du je erlebt hast? Das Verrückteste, was ich jemals erlebt habe. Ich habe so viele verrückte Sachen in meinem Leben schon erlebt. Da reden wir mal von der Bühne, reden wir mal von Auftritten. Ist da irgendwann mal was passiert? Oh, da muss ich jetzt überlegen. Hat jemand mal aus Versehen deine Lieder gesungen? Da gibt es ja diese schöne Geschichte mit Paola und Lena Verleitis, wo die in der Garderobe ist, versteckte ja, Kamera ja, das und die andere singt. Ja, nee, das leider noch nicht. nee, aber natürlich ist man auf der Bühne, macht einen Soundcheck und dann kommt ein ganz anderer Song. Und du denkst da so, du möchtest gerade loslegen mit deinem Song und dann kommt ein ganz anderes Lied. Ja, also da gibt es immer. Aber schlimmer ist man nicht. Aber ich glaube jetzt. Aber nee. Dass du zum Beispiel, du bist ja auch Moderatorin, bist ja Gastgeberin, ja. Dass du zum Beispiel nach 3 Glas Sekt den falschen Künstler angesagt hast, dass der noch nicht passiert. Ich trinke nicht vor meinem Auftritt. Wenn, dann gibt es danach, nach der Show ein Glas Sekt, aber vorher. Ich lade dich ein für die Woche, an dem quasi deine Nacht dort stattfindet. Ja, ja. Da wirst du eine Woche hier zu Gast sein. Genau. Und da werde ich dir dann an diesem Donnerstag, bevor du da runterfährst, ein bisschen was einflößt, mal sehen, ob wir in diesem Jahr eine kleine, verrückte Geschichte zusammenkriegen. Dass wir wieder was zum Erzählen haben. Mareike Busenius möchte wissen, hast du Lampenfieber? Wenn ja, was tust du, um dich dann zu entspannen? Mhm. Also trinken nicht, haben wir gerade gehört. Nee, natürlich, ich habe immer Lampenfieber, wenn ich auf die Bühne gehe, weil ich glaube, das gehört einfach dazu, dass der Anspruch an sich selber ist ja ganz wichtig, dass man ja das Publikum auch einfach nicht enttäuscht und da habe ich eine große Erwartung einfach. Und es ist aber so, wenn ich dann den ersten Song gesungen habe oder dann eine Zeit auf der Bühne stehe, dann macht es mir richtig, richtig Spaß und da komme ich dann eigentlich so schnell keiner mehr runterbekommen. Mhm. Und mein Gott, ich denke mal immer, wir sind alle Menschen. Wenn jetzt da irgendwie was passieren würde, es gibt ja nichts, wofür man sich schämen muss. So ist es, alles menschlich. Und wenn, dann muss man das irgendwie ganz lustig überspielen. Ja, ich weiß, dass die Mareike Busenius ein großer Kerstin Ott-Fan ist. Und Kerstin Ott hat ja schon mal frisch ins Fernsehen, war der Text weg, versendet. Okay, ja. Ist ja auch live schon passiert. Und so. Genau. Das ist menschlich, ne? Das ist menschlich und das macht das so einen Menschen dann wieder sympathisch. So, also. Auf den Punkt gebracht. Hannelore Bendler möchte wissen, ja. Spielst du auch ein Instrument? Mhm. Und dann eine Frage, ich glaube, das ist eine Verwechslung jetzt. Wenn ja, welches und wie kam das Duett mit Harry Blaha zustande? Hast du mit Harry Blaha? Nein, habe ich nicht. Das ist eine Verwechslung. Das ist eine Verwechslung. Ich glaube, ich weiß sogar, weil das war in der Abendschau mal irgendein Duett. Ich glaube, ich kann es jetzt nicht genau sagen, mit wem er das gesungen hat, aber die hat auch so schwarze Haare. Ja. Nein, liebe, wer ist das, die gefragt? Hannelore Bendler. Liebe Hannelore, ich bin die Eva Luginger. Ich habe leider noch kein Duett mit einem Harry Blaha gesungen, aber wer weiß, wenn der Harry vielleicht jetzt zuhört. Harry, das wäre doch eine coole Idee. Ich bin der Michael Niekammer und ich grüße den Harry auch ganz lieb. Wir sind nämlich Moderationskollegen. Weiß, ja. Und er ist auch ein großartiger Sänger, das muss ich sagen. Super. Und vor allem ist er, können Sie ihn jetzt ausrichten, wenn Sie ihn treffen irgendwo, ist er ein richtig feiner Mensch. Und das ist in diesem Buch ganz, ganz wichtig. Der hat das Herz. Jetzt weiß ich, Vivien Lindt hat mit ihm. Genau, ich wollte es jetzt nicht sagen, weil ich habe mir nicht getraut, aber so. Stimmt. Stimmt, ne? Vivien Lindt. Vivien Lindt, aber. So. Haben wir geklärt, Hannelore kann man schon mal verwechseln. Das macht nichts, alles gut. Stefan Meyer, 76, ist das jetzt sein Jahrgang oder sein Alter? Weiß ich nicht genau. Ich hab Stefan Meyer, 76, deine Musik ist genial. Du lebst das alles, was du singst, oder? Fragezeichen. Ja, natürlich, also zu 90% ganz klar, aber ich habe ja auch so Lieder drin wie Du kannst mich mal und so oder
wo halt dann auch vielleicht eine Frau mit einem Typen abrechnet. Also das ist nicht immer, dass ich das zu 100% erlebt habe. Aber manchmal hab. Geschichten. Aber es sind so Sachen, wo man einfach von Freundinnen erfährt und denen es so gegangen ist oder es ist halt einfach mal passiert und dann, ja. Dann so, ne? Wenn ihre Ehe ist glücklich, das seit 3 Jahren, im Moment sind die beiden Häuslebauer, ne? Häuslebauer genau. Und ihr seid beide mit dabei. Machst du auch selber mit? Ich mach selber mit, ganz klar. Also ich schicke dir mal ein Foto, da bin ich ganz weiß im Gesicht, da haben wir gerade die Terrasse gestrichen. Das also klar, sehen. Das gehört dazu, weil ich meine, das ist ja dann irgendwann mein eigenes Haus und da will ich ja Herzblut mit reingesteckt haben. So, ne? Ja. Matthias Bucher, Isolde Hohl. Beide wahrscheinlich die gleiche Frage. Singst du lieber Hochdeutsch oder im Dialekt? Das ist eine gute Frage, weil ich habe jetzt ein paar Songs auch im Dialekt aufgenommen. Geht viel leichter vielleicht von den Lippen, ist ja klar, weil so wie mir der Nabel gewachsen ist, so kann man dann singen. Aber ich singe total gern Hochdeutsch. Also das musst du dich zusammenreißen fürs Hochdeutsche? Gar nicht, das überhaupt nicht. Klappt. Beim Singen, beim Reden weiß ich nicht, da wirst du dir vielleicht... Naja, man hört es leicht singen, aber du moderierst, also du redest schon Hochdeutsch. Ja, ich probiere es, ich versuch's. Okay, Jürgen Wolf mit Doppel-F möchte gerne wissen, kannst du dir auch vorstellen, in Englisch zu singen? Ja, Natürlich, ja, ne? Genau. Also wie gesagt, ich bin ja mit meinem Papa auch noch unterwegs, nach wie vor, wenn ich Zeit habe und nicht gerade irgendwie als Eva Luginger auf der Bühne stehe. Singt man natürlich ganz viele Coversongs auch, Rock, Oldies, Pop, Schlager, meine eigenen Lieder natürlich. Und da haben wir auch viele englische Titel mit dabei. So, ne? Zum Beispiel Bonnie Tyler. Lass mal hören, ganz kurz. It's a heartache. So, ihr wisst Bescheid, ne? Eine Woche wird sie zu Gast sein hier bei uns, nämlich die Woche ihres großen Festivals, wenn ich das so sage, die Nacht, die Eva Luginger Schlagernacht. Genau. In dieser Woche, da müsst ihr unbedingt dabei sein in der Wunschmelodie bei Deutsches Musikfernsehen. Und dran denken für alle, die dazugekommen sind, unter allen, die was kommentieren, verlosen wir diese Eva Luginger Tasse. Mit Lippenstift. Diese handsignierte CD und eine Autogrammkarte von Eva. Und von mir lege ich vielleicht noch eine dazu. Sind wir noch drauf? Kollegin hat gerade den Kopf geschüttelt. Sind wir noch da? Ja, dann bin ich beruhigt. Wenn ich Leute Kopfschütteln sehe, kriege ich immer schlecht, dann mache ich alles falsch. Nina möchte wissen, wenn du neben deinem Beruf überhaupt noch dazu kommst, hast du noch Hobbys? Ja. Also das erste Hobby ist natürlich Musik, singen. Also bei mir ist Musik immer mit dabei. Ich gehe ganz gern spazieren. Ich habe mir jetzt mit meinem Mann zusammen ein Schlauchboot gekauft. Ah. Aber richtiges, mit 4 großen Sitzen, also wo man so echt entspannen kann. Und wenn wir Zeit haben, dann fahren wir einfach mal an der Alz. Bei uns gibt es da eine wunderschöne Alz mit glasklaren Wasser, Bergkristallwasser. Und mit Motor oder zum Ruhen? Nee, wir machen schon ein bisschen nur Sport, also nicht nur reinsetzen und relaxen. Genau, und wenn wir dazu kommen, dann machen wir das und da entspannen wir mal den ganzen Tag auf dem Fluss. Genau. Einer rudert und der andere genießt. Meistens rudert er. So, Lindix nochmal, wie oft schaust du am Tag auf dein Handy? Ja, leider viel zu oft. Mhm. Also muss ich mich echt ein bisschen zusammenreißen, weil das wird immer mehr. Gerade wenn man irgendwie Instagram oder sowas gepostet hat oder auf Facebook, dann kriegt man meistens einen Kommentar oder eine Nachricht und ich will ja an jeden gerecht werden und gleich zurückschreiben oder eben die Fragen beantworten, aber es ist echt viel. Aber wenn ich mit meiner Familie Zeit verbringe, dann wird das Handy in der Tasche gelassen. Genau, oder ja, essen gehen essen oder so. Gehen, das genau, ist auch unhöflich. Einfach, genau. Ja. Genau. Verena 68, hast du einen Lieblingsort? Einen Lieblingsort? Ja, daheim natürlich auch. So haben es doch. Aber ich bin überall zu Hause. Also ich habe ganz Deutschland ist wunderschön. Gerade jetzt auf meiner Tour, wo ich so rumreise und durch die Republik, muss ich wirklich sagen, wie schön ist es eigentlich für uns. So, ne? Ja. Warum in die Ferne schweifen? Genau. Für was im Leben bist du am dankbarsten? Am dankbarsten natürlich, dass ich eine wundervolle Familie habe. Ich muss immer wieder sagen, weil Familie ist einfach das Wichtigste im Leben. Dass wir alle gesund sind, dass ich gesund bin, dass ich jetzt das Talent habe zu singen, auf der Bühne zu stehen, mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Dein Traumleben quasi. Mein Traumleben, und das ist, ja. Martina Kralki möchte wissen, aus aktuellem Anlass, kannst du dir vorstellen, mal beim ESC, beim Eurovision Song Contest, ja, ich bin ja noch die Generation, da hieß es noch Grand Prix, Eurovision, de la Chanson, für Deutschland zu singen. Könntest du, wenn das Angebot käme? Ich glaube nicht, also weil ganz ehrlich,
Das ist eine wunderschöne Veranstaltung, hast du gesehen jetzt am Samstag? Ja, nicht durchweg, aber immer wieder reingezappt. Genau, also es ist ganz großartig, was die da auf die Beine stellen mit den tollen Moderatoren. Also die waren wirklich super. Aber es wäre für mich nichts, weil ich weiß nicht, ob es da noch zu sehr auf die Stimme geht oder auf die Texte, auf die Songs. Ich glaube, das ist eher schon ein bisschen eine politische Veranstaltung und die Länder schämen sich so, den Nachbarsländern, die... Und es ist hinterher auch so ein bisschen so ein Tummelfeld für Menschen, die sich im Internet hinter Pseudonymen verstecken und dann rauf, immer schlecht machen, nicht anerkennen. Ne? Da muss man auch aufpassen. Das ist es, ja. Ich glaube da, nee, ich schaue lieber vom Fernseher daheim zu. So, ne? Anna F. möchte wissen, bist du spirituell angehaucht? Spirituell? Also ich mache jetzt nicht Yoga oder... Glaubst du zum Beispiel an ein Leben nach dem Tod? Ja, definitiv. Ja. Also ich glaube schon, dass man, dass da irgendwie was gibt. Definitiv. Und glaubst du zum Beispiel auch, du hast ja im Januar deine Oma verloren. Mhm. Auf deinem neuen Album wird ein Lied für sie sein. Auch, genau. Das du selber geschrieben hast. Glaubst du, dass die Vorangegangenen als kleine Engelchen um uns rumschwirren und vielleicht aufpassen, dass wir keinen Blödsinn machen? Genau, also wie sie sind, ob als Engel oder keine Ahnung, ich glaube, dass da auf jeden Fall jemand da ist, der, so wie jetzt meine Oma, also die spüre ich ja auch jeden Tag irgendwie, die ist immer bei mir und passt halt auf mich auf, sage ich immer, und dass da irgendwie ja schon irgendwas gibt. Genau, und die war sehr, sehr glücklich jederzeit, denn sie ist ja auch eine Musikerin. Sie, ja, natürlich, genau. Die singende Wirtin. Die singende Wirtin, also die hat uns damals zur Musik gebracht. Ja. Oma. Uns Enkelkinder, also Wahnsinn. Jetzt sitzt sie wahrscheinlich mit im Musikerhimmel und sagt, das ist meine Enkelin da unten. Audi Mensch möchte wissen, was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Thailändisch. Ah, okay. Boah, ich liebe thailändisches Essen. Ich war jetzt zweimal in Thailand und habe da wirklich, und ich esse halt Pad Thai gern scharf. Ja. Also mir kann es nicht scharf genug sein, frische Chilis rein und Reis, Riesengarnelen mit rotem Thai Curry. Könnte ich jeden Tag essen. Ich esse gerne Pizza und da passen wir nicht zusammen, denn mein Land ist nicht Thailand. Ein Wortspiel fiel mir gerade so ein. Wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären das? 1, 2, 3. Drei Wünsche. Ich würde natürlich in jeder Fernsehsendung auftreten, die es gibt. So, ne? Liebe Redakteure. Genau. Da braucht ihr euch nicht viel Mühe geben, ja? Da kann die Regie einfach nur die Kamera aufhalten, die sieht toll aus und die Augen dicht ranfahren an die grünen Augen. Okay? Ja, nee, also drei Wünsche. Musik ist bei dir ganz, ganz wichtig. Ne? Musik steht bei mir immer an erster Stelle, also du merkst es. Ja, ja. Ja. Ist ja auch richtig, wenn man so einen Beruf hat, dann soll man ihn noch richtig leben. Leben, genau. Thomas Kerker möchte wissen, kannst du dir vorstellen, mal eine Rolle als Schauspielerin anzunehmen? Auf jeden Fall. Also, hast du sowas schon mal gemacht? Ich überlege jetzt gerade so wirklich noch nicht, dass ich irgendwo mitgespielt hätte. Ich habe mal in der Schule eben beim Musical die Hauptrolle gespielt. Ja. Aber so als Schauspielerin hätte ich schon mal Interesse, da mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Ich habe ja sowas öfter mal gemacht. Das kann auch sehr unangenehm sein, okay. Weil ich habe dann kurz nach der Ausstrahlung eine große Gala moderieren müssen. Da waren die Hofmanns da, Alexander und Anita. Und ich komme rein in das Zelt mit meinem Köfferchen, Kleidersack. Alle Kollegen saßen da, Andi Borg war da und so. Mhm. Da kommt der Vergewaltiger so laut durchs Zelt und alle gucken mich an. Immer aufgepasst bei der Berufswahl. Welche Rolle man dann erspielt, oder? Ja. Ist auch wichtig. Also, weil viele das auch personifizieren, weißt du? Ja, natürlich. Mich haben sie auch schon, sind sie wieder frei? Haben auch schon zu mir gesagt. So, Matthias Bucher, wann bist du wieder im TV zu sehen? Was steht auf dem Plan? Ja, also ich bin jetzt, ich kriege noch einen Termin von einem großen Fernsehsender, wo ich nur nicht nennen darf. Ah, okay. Genau, deswegen, also sobald da der Termin feststeht, wird der natürlich Instagram, Facebook auf meiner Seite stehen. Ansonsten die Redakteure, nerven, genau. Hinschreiben. Ihr seid die, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen, die Gebühren bezahlen. Ihr müsst bestimmen, wer dabei ist und lasst euch da nicht wegbuttern, ja? Und wenn ihr Eva Luginger sehen wollt, dann schreibt denen das, dann müssen die das auch wissen. Genau. Auf den Punkt gebracht. Genau. Jana Vogt. Ist es dir wichtig, ja, das steht ins Haus, kommendes Wochenende, wählen zu gehen? Ja, natürlich. Ich mache ja Briefwahl. Das ist einfach
am bequemsten, sage ich jetzt mal, oder bin halt auch gerne einfach. Aber es gehört dazu, das ist wichtig. Es gehört dazu, also ist für mich schon wichtig. Ja. Obwohl im Moment ist man, also mir geht es so, dass ich wirklich verunsichert bin, weil ich nicht mehr weiß richtig, was ich wählen soll. Und jeden Tag neue Sachen kommen, wo ich sage, das stimmt, das was mache ich nur. Ne? Ja, aber, nein. Aber es ist wichtig. Denn es wenn ist man, wichtig. Genau, wenn man nicht wählen geht, wählt man nämlich die Falschen und das wollen wir alle nicht. Genau, ne? Ja. Krippenseppi. Mein Schweizer Freund. Ah, du kennst ihn? Ja, ja? Der kommt ja zur Schlagernacht. Ah, Krippenseppi. Wir. Grüezi in die Schweiz. Grüezi. So, bist du schon fertig mit deinen Vorbereitungen für das Schlagerfest? Alles schon in Sack und Tüten? Eigentlich ja. Also ich muss jetzt überlegen. Natürlich kommen da so gewisse Sachen noch auf mich zu, aber das wird immer so zwei Tage vorher sein. Aber jeder weiß, was er zu tun hat. Die Künstler. Du hast den ganzen Hut auf. Ja? Du hast den ganzen Hut auf. Also du organisierst, du moderierst, du bist Gastgeberin, du wirst natürlich auch singen und deinen neuen Titel vorstellen. Genau. Du musst dich darum kümmern, dass die Garderoben ordentlich sind, dass alle Künstler pünktlich an der Bühne sind. Da hast du natürlich deine Leute, aber du bist die Chefin. Ich bin die Chefin, ja. Was sich irgendwie sehr spannend und cool anhört, schon sehr mit Stress verbunden. Oh, das brauchst du mir nicht sagen. Ja, also ich habe einen lokalen Radiosender mit dabei, der darüber berichtet und macht da mit den Künstlern ein Interview dann auch. Und dann muss ich schon mal schauen, dass jeder dann so zu seinen Interviewterminen geht und dann auf die Bühne geht, Soundcheck macht, dann kommt die Technik, dann hat der Hunger, dann will der was zu trinken. Ja, also es ist schon, aber ich liebe es, ich liebe es. Das ich kenne das. Und was glaubst du, wo ich meine Haarfarbe her habe? Sina möchte wissen, was machst du lieber, Geld sparen oder Geld ausgeben? das ist gut. Ich gebe natürlich auch gern Geld aus, weil Geld gehört unter die Leute, aber ich habe schon gelernt, sparsamer zu werden, also nicht immer alles gleich zu kaufen und ein bisschen Preise vergleichen ist mir jetzt auch wichtig und ja, natürlich, ich gehe gern shoppen und gebe dann ganz gern mal Geld für Schuhe aus oder für ein tolles Bühnenoutfit. Ja, ne? Ja, da guckt man noch nicht auf den Pfennig. Ja, also man muss schon das in Grenzen halten, aber im Grunde und Ganzen. Also du bist nicht so extrem sparsam. Genau. Ja, die Uhr kommt jetzt hier, 17:24, wir wollen ja einen Papa noch holen. Papa, jetzt komm mal ins Bild. Komm, passt du hier zwischen uns? Ja, ne? Passt da rein. Papa ist sportlich. Genau, Papa ist sportlich. Jawohl. Papa, hier ist nämlich noch eine Frage. Welchen Beruf möchte Lindix wissen, haben deine Eltern für, jetzt schreiben sie mir, ich bin auf Sendung. Welchen Beruf haben deine Eltern für dich vorgesehen? Was sollte sie immer Sängerin werden? Nee, das war eigentlich gar nicht geplant. Sängerin war erstmal nicht geplant. Wir hatten, weil sie hatte immer so ein Händchen für Kinder und konnte damit gut umgehen. Und unser Plan war einfach, sie sollte Erzieherin werden. Das hast du, glaube ich, auch gelernt, ne? Ja, genau, also ich war Sie ist ja Volkssang. Kindergärtnerin, ne? Also, genau, wie heißt der Beruf richtig? Ja. Kindergärtnerin. Genau. Also war so ein schöner Beruf. Wunderschön, also wirklich. Genau. Aber ich bin halt Erzählerin. Jürgen Wolf, wird der Papa dich auch weiterhin mit der Gitarre begleiten? Solange ich einigermaßen kann und solange sie mich mitnimmt, das ist ja immer wichtig. Wir runden das Ganze jetzt ab mit einem kleinen musikalischen, mit einer kleinen musikalischen Geschichte von den beiden und direkt danach, Henrik, du bist jetzt gefragt, du wirst jetzt einen auslosen, ja, Augen zu, rauftippen und einen auslosen, der die CD gewinnt, handsigniert, nach dem Lied will ich das haben von dir, handsigniert die CD, diese Tasse dazu, ja, die benutzte und die Autogrammkarte, das ist die CD, so sieht sie aus. Für alle, die nicht Glück hatten, einer gewinnt, handsigniert. Jetzt das Ständchen, bitteschön. Ja, kann schon sein, ich glaub, du gefällst mir. Lass uns mal sehen, wo das mit uns hinführt. Nur keine Tricks, das sieht bei mir eh nicht. Nur für eine Nacht, das wär mir zu wenig. Weißt, was ich will, du bist nah am Ziel, während auch die eine Frage stehst du auf eine Frau mit Power. Hältst du das aus? Wie bist du drauf? Zeig mir das doch mal genauer, wie gut du kennst, wenn du mich kennst. Oder wir haben nichts gespielt. Es gibt einfach keine Zwischen. Stehst du auf eine Frau mit Power? Das ist die Choreo. Da müssen alle im Saal so machen.
Frau mit Power. Ja? Okay, das möchte ich sehen bei der Schlagernacht. Genau, alles so. Hendrik, das ist Hendrik. Hendrik, wenn wir dich nicht hätten und die großen Kartoffeln, müssen wir kleine essen. So, also gewonnen hat mit der Frage, trittst du auch in Nordhessen auf? Steht Nordhessen auf dem Plan? Bis jetzt noch nicht, aber wenn es so ist. Bürgermeister ansprechen. Komm gern. Heinrose Lebauer. Gebauer. Ach, Gebauer, siehst du? Mit G wie Gustav. Also, ja, Heinrose, Sie haben gewonnen. Sie haben auch eine Frage geschrieben. Herzlichen Glückwunsch. CD, Tasse, Autogrammfoto, alles auf dem Weg quasi schon zu Ihnen. Danke, dass ihr dabei wart. Herzlichen Glückwunsch. Eva Luginger. Einladung steht in der Woche deines großen Erscheinens des Albums und natürlich dieser großen Veranstaltung. Wirst du hier zu Gast sein? Ich freue mich drauf. Bei Deutsches Musikfernsehen, alle wieder einschalten. Alle einschalten. Ich kann nur sagen, ich kenne dich auch schon 3 Tage sozusagen. Ja, vierte Album steht jetzt an, mehr oder weniger. Ich kann nur sagen, von Herzen, toi toi toi, du hast eine geile Stimme, eine Hammerstimme, bist eine wunderschöne Frau und ich wünsche von Herzen, dass alle großen Fernsehsender endlich darauf aufmerksam werden. Tschüss, ihr Lieben. Vielen Dank. Danke fürs Einschalten.